Kacke. Und jetzt geht ihr hinten wieder runter, ey. Ich hasse es. Und da ist noch eine. So, wir müssen nicht den Wurm angreifen. Nicht den Yordle Power. Ich muss das speichern vorher. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der in die Wand schießen wird. Das ist gut, es lief nämlich besser als gedacht. Und nochmal. Hallo, Netramira. Wie fit bist du denn noch? Du hast noch volle HP. Pushing on. I see him. Weiter. Ready to engage. Shit, da ist zu wenig. Und du hast noch wegen deinem... wegen der Betäubung noch das Problem, dass du nicht weiterkommst. Im Optimalfall wird er verbluten, er wird rübergehen und ihn per Willenskraftübernahme sich packen. Ah ne, machen wir mal Kriegsschrei, dann kann nämlich Yordle Power nur zweimal schießen mit der Pistole. Dann gefährdet er nicht sofort alle, die umzunieten. Und du holst dein Geschütz zurück. Nicht, dass das unseren Kollegen tötet. Boah, ich fasse es nicht, ey, dass die dann auch wirklich weggehen und ins hinterste Loch kriechen. Das
Das ist einfach so mega abartig. Das ist der richtige Weg. Ja. Preparing to fire. Tja, was mache ich mit dir da an der Seite? Dafür ist eigentlich zu ungenau. Um mir den Kopf wegzuschießen. Glück gehabt. Tja. Jetzt haben wir einfach zig nervige Explosionswürmer, wovon ich nur einen kaputt machen kann. Aber ich kann zwei kaputt machen. Tja, das war's. Ich kann die Explosion ein bisschen abwehren. Nee, der Wurm ist einfach doof und explodiert hinter der Wand. Glück gehabt. Dank der Augmentierung bin ich teilweise gegen Feuer immun, weil du kannst nur zwei Teile augmentieren. Help, I can't stop the bleeding. Ich glaube, ich habe auch vergessen, dir Medipack mitzugeben. Boah, gefühlt kommen einfach 8000 neue Gegner ständig und deshalb hasse ich diesen Bau einfach. Es ist super unfair. Ah.
Der Plan ist, die kaputt zu schießen. Wie hinten ist wieder in Panik, aber wir haben wieder Kontrolle über alle unsere Leute. Keine Sorge, es geht ihm gut. Wer ist denn da hinten? Ach so. Moment, ich lasse den kurz da stehen. Proof ist wieder dreistellig. Warum auch nicht? Die Leute warten darauf, dass ich wegen irgendwas explodiere. Und das wahrscheinlich zu Recht dann. So, bitte nichts auf dem Weg treffen. Sehr schön. 12 nur noch übrig. Arm und Beine deaktiviert. Das ist gut. Da kommt er nicht mehr so weit. Da habe ich mich nämlich entschieden, dass ich mit dem hier mich selbst heile. Weil die zwei da vorne eh sterben. Der eine wird wahrscheinlich Panik kriegen. Und sonst gibt es dann noch ihn und er hat schon Panik. Können wir endlich mal ein bisschen vorpreschen. Der eine kriegt 10 Schaden, der andere kriegt 20 Schaden. Okay, der eine stirbt nicht. Der geht runter auf 10, komischerweise. Aber der wird in Panik verfallen, weil er nur noch 5 Willenskraft hat. Und wenn er stirbt, wird der andere halt panisch. Fertig.
Ach, scheiße, minus 2 Willenskraft. Das ist Betrug. Da sehen wir übrigens, wie ein Gegner nachspawnt. Ja, Schatz, wir machen gleich unsere Runde. Pandora-Bau dauert länger als gedacht. Das ist übrigens gerade das Geilste, dass ich da unten nicht hingehen kann. Weil das Spiel wahrscheinlich sagt, hey, da ist der Bau, da sollst du nicht hingehen. Ich will da aber hin, weil er muss ihn zerschießen. Ekelhaft, dieses Ei. Was ist das Gegenteil von Snipern? Abgesägte Schrotflinte ins Gesicht halten. Was machst du, Balthasar? Hm? Bist du Reste aus deinem Bett am Kram? Artillerieschlag. Der war nicht alarmiert. Egal, geh mal darüber. Auch wenn jetzt der hinter dir nervig ist. Ja, ich muss mal die Phoenix Point Mission machen. Wird auch Zeit, dass wir die anderen Medkits bekommen, die besser sind. Kann er die nicht aus Versehen ins Loch schleudern? Ich schieße doch mit einem Granatwerfer aus Versehen ins Loch. Der kriegt 20 Schaden und ich habe den eine Ausrüstung abgeschossen. Warum bist du denn in Panik jetzt? Ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Wo ist unser Held? It worked. It worked. Meine mächtige Projektilwaffe tötet andere Wesen. Scheiße! Oh, ich hab den gerade erst geheilt.
So. Ohne Arme lässt sich bekanntlich schlecht kratzen. So, keine Munition, können wir mal nachladen. Ready. Ja, Schatz. Muss ich noch 10 Minuten gedulden. Ich glaube, ohne Ende graue Haare habe ich nur durch dieses Spiel. Also vor allem im Bart. Auf dem Kopf habe ich auch ein paar. Dachte jedenfalls meine Friseurin. Ich selbst sehe das nicht. Bei dem grauen Star. Ah, Yordle Power, du willst nicht sterben. This better work. Vereinzelte graue Haare sind sexy. Kommt drauf an. Weiter soll's. Mach jetzt nicht so einen Stress, hä? Scheiße. Muahahaha. Alles wie geplant. Repositioning. Hope this works. Ja. Sie müssen nur überleben. Nächstes Mal warte ich wieder, bis es eine Zitadelle wird, glaube ich dann, ne? Ist die höchste Stufe. Weil das ist einfach hier schrecklich. Mein Engie ist zurzeit echt nutzlos, ja.
Schaden 0. Ach, da ist ein Chamäleon runtergekommen. I'm getting there. Beziehungsweise ein Triton. Have to focus. So, jetzt warte mal eben kurz. So fit bist du auch nicht mehr. Ach, da unten steht auch noch einer. Aufgeben ist keine Option. Denn nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Tja, ich wollte schauen, ob ich es schaffe, den in Panik zu versetzen. Aber anscheinend habe ich Pech gehabt. Und gleich darf ich die Brutstätte mit der Faust verprügeln. Weil ich keine Munition mehr habe. Ach, dem Bau hieraus mache ich auf jeden Fall 2 Folgen. Ich kann mich gerade nicht aufregen, weil ich gerade was beantworten musste auf dem anderen Monitor. Let's just get this over with.
Ach scheiße, ich wollte ja oben die Schale wegschießen, weil er dadurch wieder HP verliert. So, jetzt hat der Dicke erstmal wieder Panik. Ach, wenn der Techniker nicht so überladen wäre, ne? Dann würde ich ihn ja auch weiter nach vorne nehmen. Aber jetzt gerade macht das alles keinen Sinn. Do we have a plan? Nein, der Plan ist noch so lange zu überleben, dass wir mit der Faust das Ei zerschlagen können. Nein, die Brutstätte. Er wäre doch am Bluten gestorben. Wer jetzt alles? Das better work. Also das Ei blutet nicht. Boah, ich muss es echt verprügeln gleich. Es wird eine Verzweiflungstat. Wir sind wieder zwei neue Gegner gespawnt, natürlich. Aber ich kümmere mich ja schon darum. Scheiße, ey, jetzt. Mach hier nicht so eine Kacke, ey. Zwei HP ab. Manchmal darf ich auch minimal Glück haben. Sonst wäre es ja keine Herausforderung. Manchmal kann ich auf Herausforderungen verzichten. Boah, jetzt muss ich echt... Ich hoffe, man kann die Brutkammer überhaupt mit dem Ding schlagen.
Im Notfall ist noch eine Granate, um heroisch zu sterben davor. Nee, kannst du nicht, sehe ich gerade. Ich darf das Ding... Oder? Nee, steht zu weit weg. Knüppel die Scheiße aus dir raus. Nimm das. Yeah! Ja, Ende. Was ein Krampf, ey. Und der Techniker kriegt nicht mal ein Level ab. Es gibt nicht mal ein Achievement. So, Terrorwächter untersuchen. Ah, Gebietsgrenze erkennen ab sofort Pandorianer-Kolonien. Obwohl, ich glaube, dass das nicht funktioniert hat. Also noch nie funktioniert hat, richtig. Jedenfalls bei meinem ersten Durchgang ist da nie was passiert. So, speichern wir mal. Dann gehe ich mich jetzt eh mit dem Hund raus und esse Abendbrot. Und dann sehen wir uns nachher wieder in knapp einer Stunde.